Hello again! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Republic! Woo! Wir sind auf Tatooine! Yay! Mitten in den Galactic Seasons und immer noch sehr motiviert. Natürlich! Storytime für mich. In der Kantina, wo sonst? Wo sonst soll ein Schmuggler hin, wenn es um Story geht? Ich habe meinen Gefährten mal draußen gelassen. Ja, ist besser. Ja. Jetzt bist du unsichtbar. Hä? Ich sehe nur noch deinen Nametag. So, das reicht ja auch. Das Wichtigste siehst du. Genau. So, guten Tag. Ach, endlich, Rishas Geschäftspartner. Ich bin beeindruckt. Ich fühle mich geehrt, dass sie mit so einem Aufgebot aufwartet. Schöne Stimme. Sie muss große Stücke auf mich halten. Wenn du noch was riechen solltest, lass es mich wissen. Ich sage es nur ungern, aber ihr habt einen schlechten Zeitpunkt für euren Besuch gewählt. Die Lage hier ist gespannt. Ihr habt uns diesen Sensorcomputer versprochen und ihr werdet ihn uns liefern. Solange die Umstände so gefährlich sind, ist es für mich schwierig, mein Versprechen. Hey, Schönheit! Ihr gehört hier nicht her! Ich suche keinen Ärger. Dann gehört ihr ganz sicher nicht hierher. Entschuldigt, aber ich habe ein dringendes Bedürfnis, alle zerbrechlichen Sachen wegzuräumen. Ich bin nur eine müde Reisende. Hier gibt es genug Platz für uns beide, mein Freund. Wir sind keine Freunde, verstanden? Wow. Ich wette, sie würde euch einen Drink ausgeben, wenn ihr ihr die Chance gebt. Ich bin nicht durstig. Ihr wollt mich in Ruhe lassen. Ihr wollt mich gar nicht beachten. Ihr geht mir langsam wirklich auf die Nerven. Männer! Zeigen wir dieser Schönheit, was wir mit Leuten machen, die mir auf die Nerven gehen. Bald wird sie wohl nicht mehr so schön sein. Lass das Mädchen in Ruhe, hässlicher Drecksack. Ihr habt ein ziemlich großes Maul. Also ich freue mich darauf, es zu stopfen. Männer, tötet sie beide. Oh. Diesen Jedis hätte ich nicht erwartet. Gib meine Tasten. Hallo. Ich F-Tüte. Geht er nicht jetzt. Hast du schon alles erlebt? Ja, ich könnte mich nicht mal ducken. Ja. Hilft dir. Ich wünschte, das hätte nicht in Gewalt gemündet. Aber euer Einschreiten war sehr mutig. Was soll ich sagen? Schöne Frauen ziehen mich magnetisch an. Zieh das durch. Eure Handlungen beruhten auf meinem Erscheinungsbild? Das ergibt keinen Sinn. Doch. Mein Name ist Nereal Prydance. Es freut mich, euch kennenzulernen. Ja, das passiert, wenn man das Leben lang im Tempel eingesperrt ist. Eine Agentin des Bösen und Dienerin des Sith-Imperiums. Habt ihr von ihr gehört? Veveron Sare, haben wir schon von der gehört? Nee, oder? Glaube nicht. Nein. Wer diese Sare auch ist, ich wette, sie ist lange nicht so atemberaubend wie ihr. Sare ist ein Wesen tiefster Dunkelheit und eine große Gefahr für die Galaxis. Ich habe gehört, dass sie sich für die hiesige Unterwelt interessiert. Darum kam ich hier, um diese Kriminellen zu beobachten und Informationen zu erhalten. Bleibt bei mir, Schönheit. Ich finde diese Sare noch vor Sonnenuntergang. Das ist nett von euch, aber ich möchte euch keiner Gefahr aussetzen. Ich spüre, dass ihr zu höherem berufen seid, als euch mit gewöhnlichen Kriminellen abzugeben. Ich muss meine Suche nach Vaveron sehr fortsetzen. Möge die Macht mit euch sein. Danke, Lady. Wir sehen uns. So. Ich dachte schon, sie haut gar nicht mehr ab. Schaut euch dieses Chaos an. Unsere Bande hat auch schon so genug Probleme. Da brauchen wir nicht noch Jedi, die in unserem Gebiet nach Sith jagen. Den Ausdruck auf meinem Gesicht nennt man Gleichgültigkeit. Kein Interesse. Ihr solltet euch dafür interessieren. Es betrifft auch euer Geschäft. Unsere Organisation wird von einer Bande Geonosianer angegriffen. Letzte Woche haben sie unser Speislager eingenommen. Praktisch. Sie haben alle getötet. Auch einen anderen Lieutenant, der die einzige Möglichkeit besaß, mit Diago zu kommunizieren. Was sind Geonosianer? Ja, menschengroße Insekten mit schweren Waffen und einem mürrischen Gemüt. Sie haben, was wir brauchen.
Iago hasst es, wenn wir ihn stören. Er hat mal aus Wut einen Crate-Drachen erlegt. Uns Lieutenants gab er einen Reißzahn. Nur der Lieutenant mit dem Crate-Drachenzahn kann mit Iago sprechen. Und ihr habt mitgeholfen, die Männer zu töten, die ihn wiederholen sollten. Es gibt sicher einen genialen Plan, oder? So wie ich das sehe, ist das zum Teil eure Schuld. Wenn ihr den Sensorcomputer wollt, besorgt mir den Crate-Drachenzahn. Ein Drachenzahn? Kommt sofort. Mein toter Kollege hat den Zahn im Spice-Lager aufbewahrt. Dort wimmelt es von Geonosianern. Ach, schön. Wird nicht einfach. Wenn wir die Geonosianer dazu bringen, sich zu verziehen, stünden wir vor dem Boss besser da. Ist nur ein Vorschlag. Ich mach mich auf den Weg zu Diagos Sommerpalast bei diesen Koordinaten. Trefft mich dort, wenn ihr den Crate-Drachenzahn habt. Alles klar. Na dann. Was gefährde Einfluss? Ich bin schon wieder Hälfte mit der Eroberung durch. Ich hab noch nichts mal gemacht. Ich hab zwei Gespräche geführt. Oh, wir gerade beim Thema Gespräch führen sind. Ach, das mit Boulder mache ich später. Mach ich auf meinem Schiff. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesen wimmelnden Geonosianern, die wir zufällig brauchen. Na klar. Aber erst bei dir, ne? Ja, deins ist zuerst. Mhm. Und was ist da links? Setzt die unberechenbaren Verteidigungsdruiden außer Gefecht. Okay. Können wir auch gleich machen. Ach, ich mag das hier im Dünenmeer. Ist das überhaupt das Dünenmeer? Ja, ne? Das andere ist ja die Jundlandwüste, ne? Ja. Können wir mal wieder was angreifen. Oh ja, wenn es sein muss, so. Naja, gibt einem leider keinen Bonus, nicht. Ich habe übrigens schon meinen ersten... Aua. Ich finde es übrigens praktisch, dass der Schmuggler quasi die gleichen Sachen braucht, die man auch als normaler DD braucht. An Stats. So grob. Naja, der Schmuggler ist ja ein DD. Ja eben, also ich meine aber halt auch aus meinem Sif DD zum Beispiel. So. Ach so. Bisschen Leben hier, ein bisschen Dings da. Hat nämlich schon meinen Level 75 Schmuggler aufgelevelt auf 306 Gear. Muss ich dann nur noch rüberziehen, wenn ich es endlich so weit bin. Niemand kann sagen, wie lange es her ist, dass Chaka. Aber dadurch jetzt doppelt IP ist, sollten wir heute ganz schön weit kommen. Das stimmt. Du vor allem, du bist ja eh schon 5 Level über mir. Ich stehe deutlich über dir. Ja, warte mal, wir brauchen... Hier gibt's einen Bonus. Hier gibt's einen Bonus, genau. Im Land der unbegrenzten Bohne. Und damit meine ich nicht Liechtenstein. Übrigens Bezug nehmend auf unser... unsere Diskussion oder unsere Freude. Oder unser Thema in der einen Tagesfolge, nicht Freude, sondern Folge, zu Patenten. Ja. Hast du es mitbekommen? Was? Ist die USA, die jetzt freigibt? Die Vaccine-Patente? Ja. Wow! Also per Trips-Waiver, was damals ja so unwahrscheinlich hätte klang. Hätte ich ja nicht gedacht. Und jetzt ist die einzige, die noch fehlt, die EU-Kommission. Natürlich. Rate mal, wer nicht zustimmen wird. Naja, jetzt haben sie natürlich einiges an Leverage, ne? Ja. Wenn die lieben Alliierten da schon... Also, was sagt ihr? Kommen wir ins Geschäft? Fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was ihr da gerade gesagt habt, mein grober Freund. Das ist gar nicht dein, das ist unser Planetenquest. Stimmt. So, Eindringlinge. Nunu, ihr seht nicht aus, als würdet ihr zu Shirks kleinem Gamorreaner-Clan gehören. Shirks kleiner Clan ist Kleinholz. Oh je, das hat ihn jetzt erzürnt, wenn ich mich nicht irre. Lasst mich raten, ihr seid wegen Camus hier, oder? Die kleine Ratte kann ganz schön laut quieken. Ich kann natürlich nicht zulassen, dass ihr mir das Geschäft vermiest. Ich würde euch ja selbst umbringen, aber im Augenblick geht das gerade nicht. Wer... Oder was seid ihr eigentlich? Nur nicht gleich persönlich werden. Ein andermal vielleicht. Ihr anderen kümmert euch bitte um diese Störung. Ich schau dann später wieder vorbei. Ich schau dann später wieder.
Stell dir mal vor, wir hätten jetzt zu fett gestanden, so viel Waffen hätte man gar nicht, dann wäre das Spiel abgestürzt, weil oder Grafikqualität. Aua, ach du bist dran, ich kann gar nicht schießen. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zum faulen Sack. Aber wir müssen ja noch weitere Sachen machen. Genau. Die das Leben schöner machen. So. Oh Mann, jetzt haben wir schon 20 von 75 normalen Gegnern. Gar nicht so effizient, wie ich gedacht hätte. So, ja, das ist deine. Ja. Aber du hast ja auch Insektoiden wenigstens, oder? Ja. Ach so, vielleicht hätte ich die Heldenmission mal annehmen sollen, um zu gucken, ob irgendwas in der Nähe liegt. Ja, wir nehmen aber jetzt kann man auch danach, die kann man wir ja nehmen die ja immer mit Gespräch an, das ist ja das Problem. Stimmt, also nicht mehr per Terminal, sonst haben wir wenigstens die Intro-Story nicht. Ja, aber also, wir können auch außen, oder? Ja. So halb, ja. Gehen wir gleich darüber zu den Geschützen, oder? Natürlich. Sind die da oben? War das das, was da oben war, oder? Sieht so aus. Ja. Glaube. Da hinten sind dann die Geonosianer. Wir mal gucken, ob wir überhaupt welche bekommen heute. Ich hab da gestern schon gefarmt. Da war, also, da ich war ich hatte gestern überhaupt keine Probleme. Da war die Hölle los. Wo hast du die? Auch nicht. Hast du auf Imp, oder? Ja. Ach so, aber ich hab die weiter besten? Oben gefarmt. Ja, das wollte ich gerade wissen. Wo? Weil ich hab, also, ich wusste nicht mehr, wo der Imp-Spot ist. Ja, ich will doch nur meine Geschichte erzählen. Über, naja, wie sagt man? Naja, Nordosten der Map. Für Imps ist es ein bisschen blöd, weil man erstmal noch eine Weile fahren muss. Oh, meine Eroberung ist abgeschlossen. Für Reps ist es einfacher. Was sind die Geschütze denn? Ach, die Verteidigungsdroiden, keine Geschütze. Ach so, wo sind denn die Verteidigungsdroiden? Wahrscheinlich hier links, wo die Verteidigungsdroiden. Nee, 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 nee. Was müssen wir da jetzt machen? Vorher schon, oder? Warte, nicht hin! Wobei, du kannst hin und eindrücken, weil... Hat nicht funktioniert. So, weil die Gruppe nur einer gehen wahrscheinlich. Genau, muss gar nicht zu dem anderen hin. Wir suchen uns einfach eine andere Gruppe. Jetzt musst du aber probier nochmal. Lol. Vielleicht, oder? Nee, glaub mir, das ist pro Gruppe, damit halt nicht einer mit einer Gruppe alles machen kann. Achso. Wenn du jetzt den hier unten. Nein. Ja, hab ich aber gemacht hier hinten. Da ja, den hatte ich aber genommen. Nee, den hab ich, da hab ich den anderen genommen. Achso, wusste ich ja nicht. Ich kann ja nicht hell sehen. Da unten die Gruppe. So. Ich kann doch nicht hell sehen. Ja, musst du hingucken. Komm, wir laufen ihnen hinterher und gucken, wann sie despawnen. Ah, jetzt. Hat ja lang gedauert. Moment, ich muss erstmal meine Kiste aufmachen. Da ist nämlich bessere Rüstung drin. Und die kann man ja bekanntlich immer gebrauchen. Wie würde ich denn jetzt aussehen? Oh, gar nicht so schlecht. Aber immer noch kein Vergleich zu meiner ansonsten strahlenden Schönheit. So, wo müssen wir jetzt endlich hin? Ach, da hinten. Erst deins links, oder? Ja, schon. Ja, weil das näher. Kommt ja vorher. Genau. Dann können wir eine schnellreisige machen. Das ist ja auch ein geonosianisches. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. Oh, das sind sie ja. Ah, I see. Sterbt! Ja, also das für Imp ist weiter nördlich. Ja, noch weiter nördlich? Ja, ja, wir sind ja hier noch nicht mal im nördlichsten Teil der Karte. Wir sind am nördlichsten Teil der Karte. Nein, der ganzen Karte. Ja, geht auch die ganze Karte. Oh, warte. Nee, dann ist es südöstlich, sorry. Ich hab die Imp-Karte im Kopf. Eben, ich bin nämlich extra aus dem Imp-Gebiet hier runtergefahren. Hier hochgefahren. Weil ich ja, wusste, dass hier der Rettgebiet ist. Ja, aber weiter östlich ist es besser. Sollen wir die hier gleich noch machen? Ja gut, ich habe mich hier gestern ausgelockt, also selbst wenn, könnte ich wahrscheinlich jede Woche noch mal rein mit dem Charakter, mit dem ich hier war. Muss ich ja nicht mehr extra hinlaufen. Wenn man die ganze Map schon aufgedeckt hat mit seinem Main, geht es ja, da kann man ja trotzdem ein paar Schnellreisepunkte nutzen. Wir müssen jetzt nicht in die Länge ziehen, wir können ja dann nachher noch welche machen, wenn das fehlt. Was ist denn das hier? Wasserzugangskontrolle. Mhm. Ach, da kann man wieder dieses Flüssigkeitssammeln machen, das war doch mal für irgendeinen Erfolg, oder? Ich weiß gar nicht, ob sie da jemals einen Erfolg da tatsächlich gemacht haben. Aber ja. Gibt es einen Bonus? Ich lasse jetzt einfach mal ablaufen. Jetzt habe ich es angefangen. Erfrischt, genährt. Erfrischt.
steht nichts da. So, Ladies and Gentlemen. Willkommen to my Tattoo. How to kill a Geonosian. 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 Die drin hier sind sogar noch leichter als die draußen. Nicht so viele starke Digga. Mach mal einfach alle nieder. Ich hab sogar einen Bonus. Wie viele aktive Missionen sollen gleichzeitig für dich erledigt werden? Ja. Warte, hier drin sind sicherlich auch noch welche. Ja, ich muss ja eh hoch. Also ja, aber hier drin. Achso. Und? Sind welche drin? Ja. Achso. Dachte jetzt kommt. Nee, sind gar keine. Hast du jetzt eigentlich schon Alturzock Ardons Sturmkanone oder nee. Benutzt oder mit dem Charakter? Ich glaube, ich habe sie noch gar nicht. Hä? Hast du nicht gesagt, du, die sah ganz cool aus? Hä, nein. Die Blaster, das Blastergewehr. Achso, die kommt bei Stufe 10. Die verzierte ja. Sturmkanone. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Also, wenn man Sturmkanonen mag, die mag ich generell ja nicht. Ja, ich bin auch kein Fan von denen, aber... Das will man machen. Hier drin nehmen wir wenigstens niemanden die Geonosianer weg. Ja, das sind wir nicht nett. Ja, ist ja eh meine Phase. So. Zur Phase nochmal zurücksetzen. Stimmt, mache ich immer auf Cherka, wenn es da heißt, besiege 75 Gegner. Gehe ich immer in das letzte mit dem Antidoxin. Und auch wenn ich froh bin, dass Diago endlich auf meine Provokation reagiert, hätte ich doch etwas mehr erwartet. Hat euch Diago wegen dieser absurden kleinen Trophäe geschickt? Mit wem habe ich die Ehre? Mein Name ist Waveron Ser. Ich möchte Diago Hixan einen Handel vorschlagen. Ich versuche selbst ein Treffen mit Diago zu arrangieren. Ja, es ist fast einfacher, einen Termin beim Rat der Sith zu bekommen. Ich provoziere Diago schon seit Wochen. Hier ein Überfall, dort ein toter Lieutenant, ohne jegliche Reaktion. Ich dachte, ein Überfall der Geonosianer auf dieses Unternehmen würde garantiert wirken. Aber nur ihr seid erschienen. Vielleicht hat er einfach keine Zeit für Plaudereien. Großmoffs erzittern vor mir. Wie mächtig muss Diago sein, wenn es ihn nicht interessiert, was ich ihm antue. Ich suche ein kleines purpurrotes Kästchen. Eine der vielen Kuriositäten in Diagos privater Sammlung. Ich gebe ihm für das Kästchen alles, was er möchte. Aber ich muss ihn treffen. Warum sagt Könnt ihr das arrangieren? Oh. Was bekomme ich, wenn ich euch helfe? Ich bin nicht blöd, Boda. Einfach lächeln und nicken. In Ordnung. Für eure Hilfe erhaltet ihr ein Geschenk, das nur wenigen Wesen zuteil wird. Das Vergnügen meiner Gesellschaft. Oh. Ihr werdet das einzige Mitglied eurer Spezies sein, das mich nicht nur als Herrin erlebt. Ich biete euch eine einmalige Chance. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Treffen mit Diago zu arrangieren. Entschuldigung, war das so laut? Ja. Tut mir leid. Wir kommen ins Geschäft. Wie kann ich euch kontaktieren? Ich habe eure Holofrequenz gescannt. Ich werde euch kontaktieren. Entspannt, ich mach mal mit. Wenn ihr allerdings zu lange braucht, muss ich wohl aggressiver vorgehen, um Diagos Aufmerksamkeit zu erregen. Ganz ruhig, alles wird gut. Ich hatte letztens die spannende Frage gelesen, was wir für einen Gefährten für die zweite Season haben wollen würden. Halt! Oh, jetzt warte mal, bleib da so stehen. Oh Gott. Das sind nämlich noch welche. Ja gut, da draußen sind auch noch welche, du bist ja auch... Ja, aber Million, das sind drei garantierte Kills. Sind da noch welche drin? Nein. Das darf man nicht unterschätzen. Alles ausmerzen, es geht. Ja. Ach, schön. Genau, Was würdest du dir denn für einen Gefährten für die zweite Season wünschen?
Die ersten haben wir einen Koopas. Das ist ja auch thematisch was, schon ein bisschen Basic spricht, bitte mal. Das ist zu teuer. Ja, nee, weil das fuckt mich langsam echt ab, dass wir das so wenig Aufwand da reingesteckt wird. Ja, wir nehmen wieder irgendeinen, den wir irgendwie schon vorgefertigte Lines geben können und müssen uns dann nicht weiter darum kümmern. Das ist zu teuer. Das ist mir wurscht. Money, money, money. Dann sollen sie aufhören? Nee. Also dann bin ich ehrlich, dann hätte ich lieber ein bisschen neuen Content statt. Ja, aber weißt du... Ich meine, ob jetzt ein Kubas kann ja eh nicht sprechen. Also so teuer ist ein Voice Actor für ein paar Lines auch nicht. Ja, aber... Die müssen sich ja nicht Steve Blum oder so arrangieren. Ich sag ja jetzt mal, Kubas war ja in Ordnung, der kann ja eh nicht sprechen. Nee. Da kann ja was dazu. Ich finde den Charakter. Ja, ich finde den auch nicht gut, aber ich meine, wenn du sagst, ich möchte einen Kubas machen, was wir noch nicht haben als Gefährten, dann geht's ja auch ein bisschen um Spezies. Wir haben schon so viele Spezies bekommen. Ja, aber selbst da, ich meine, der Typ ist so langweilig wie nur etwas. Ja, sag ich ja, ich mag ihn auch nicht, aber deswegen frage ich ja, was du dir wünschen würdest für ein Gefährt. Für eine Spezies oder für eine Art oder für eine Profession oder... Ich weiß doch auch nicht. Oh ja, ganz schön wenig los. Würde ich mir denn wünschen? Na, jetzt erstmal Story. Kein was ich sagen möchte, meine lieben Freunde, ist, dass das letzte Ziel nicht zerstört wurde. Habt ihr noch weitere Pläne, an denen ihr uns teilhaben lassen wollt? Soldaten der Republik, schaltet sie aus, Kaiwatsch! Ich bin inkognito! Hallo, ich bin nur Urlauber. Ich glaube, langsam solltest du deine Tarnung mal ablegen. Es hat eh keinen Sinn. Sicherheit. Ich finde das nicht nett. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, wie ein Tourist auszusehen. Na, wie gesagt, du hast die Sandalen und die Stürme vergessen. Das war's schon. So irgendwie. So viel zum Thema in deiner Mission. Hast du ja auch noch welche. Ja, gut, ich habe ja gesagt, also. Deine ist da nicht so gut. Oh. Aber kein Geonosianer, das wundert mich jetzt. Aber komm, die machen wir jetzt noch weiter. Ja, vor allem machen wir die weg. Das ist klar. Das ist klar wie Klose prüfen. Kommen sie hier hoch? Kommen sie ran. Heute gibt's was umsonst. Ich hab 56. Ich hab 54. Okay. Hab nichts gemacht. Ja, weil du wegläufst von mir und dann zählen sie nicht mehr. Deswegen habe ich mehr als du. Ja. Verstehe. Das waren bestimmt die zwei vorhin. Welche? Da, wo ich noch auf der anderen Seite stand. So. Ja, hast du davon. Rücken an Rücken. Jede eine Seite. Also ich habe irgendwie gar keine Energie mehr. Lol, der zählte einfach nicht. Interessant. Sehr mysteriös. Mysterious girl in the mysterious world. Ach nee, das gibt's nicht mehr. Hallo? Frag mich nicht. Ich versuche Stimmung reinzubringen. Stimmung! Gail! Wow. Oh. Aber ich weiß nicht, was ich mir wünschen würde. Ich fand die Idee eines Wookies ganz nett. Ja, wobei ich finde, wir haben halt auch schon zwei. Haben aber auch schon zwei. Genau. Was können wir denn hier noch nehmen? Ja, die wir noch diese Spezies gibt. Chiss haben wir halt kaum, ne? Haben wir überhaupt irgendeinen Chiss? Also wir haben diese Meisterin Ranos, ja, aber... Ja, aber es ist auch irgendwie nur so ein minder bemittelte Ausrede. Ja, das ist halt einfach nur... Aber ja, habe ich mal halt irgendwie abgestanden. Ich meine, die hat halt nichts Chiss-mäßiges, außer... So, ich habe alle. Chiss. Ich brauche noch zwei. Okay, sind hier noch irgendwo welche? Da unten. Ja, also... Ich hätte halt gerne mal so einen normalen Chiss, entweder einen Abgesandten oder tatsächlich einen Soldaten, weil wir haben mit Sagano halt von
einem Adligen in Anführungszeichen was gehört. Wir haben mit Ranos einen Jedi, aber wir haben mehr Reise. Zu? Na, dahin zum Lager, wo wir alles abgeben müssen. Zumindest die zwei Hauptmissionen. Oder Dreviat. Was wollte ich sagen? Ja, was, also Chiss würde ich halt vielleicht, würde vielleicht sogar passen, ne? Finale der Ascendancy-Trilogie. Kommt dann, wenn die Season vorbei ist und die zweite starten müsste und ja, dann wie gesagt auch mal so ein Abgesandter, weil es ist ja in dem Fall auch bei den Kubas, das ist ja auch wie so ein Abgesandter. Ja. Von den Kubindi oder wie das heißt. Ja. Das heißt, ja, oder wie gesagt, Mission tatsächlich mal einen Soldaten. Ausgeführt. Der ja, aber auch aus dem Reich der Chiss jetzt. Ja, schon. Weil wir kriegen es ja immer irgendwie nur mit Abgesandten oder hohen, hochrangigen zu tun. Oder halt die, mit Ranos und Jedi. Macht ja Sinn, dass der Dings nicht mitkämpfen würde dann, der Abgesandte. Also es müsste schon jemand sein, der auch kämpferisch aktiv ist. Genau. So, Wir haben ja noch eine Mission. Ach, nee, das ist das Dings. Yep. Wir müssen zurück. Wir müssen, hoch. Nee. Links müssen wir hin. Hä? Nach Anchorhead müssen wir. Ja, aber du hast hier links gleich eine. Wäre das nicht praktisch, wenn wir gleich ist da... Ist die gleich da? Okay, vielleicht fühlt uns da auch, dass wir die Quests sind. Ich weiß halt immer nicht, wie die Staffelung ist. Dass wir dann gute dahinter, Frage. Dass da wieder irgendwo ein Stützpunkt zwischendrin ist. Ich meine, normalerweise... zur Not können wir uns ja gleich hier noch wieder weg... Ja, normalerweise kommst du ja immer zum Nächsten. Also, die Story ja, geht ja immer... Ja, aber ich sehe jetzt hier keinen Stützpunkt. Ich glaube nicht, dass dann... Doch, hinter der Kurve ist, glaube ich, einer, oder? Naja, dann haben wir ihn im Notfall. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, du musst jetzt zurück und dann wirst du auch wieder dahin geschickt, das meine ich. Ja, in die Richtung. Weil meistens liegt das ja immer alles recht nah beieinander. So wie jetzt waren wir. Ah, da ist eine Heldenmission. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Doch, kannst du mir vorstellen. Ich habe alles verloren. Meine Tochter. Bitte, habt ein Herz, helft mir! Nochmal etwas langsamer, bitte. Das ist meine Farm. Noch langsamer? Gestern hatten wir noch ein Dutzend Droiden und 15 Arbeiter, die genug Feuchtigkeit für halb Anchorhead gesammelt haben. Heute ist alles weg. Die Piraten haben alles zerstört. Sie nahmen die Droiden mit, die Erntemaschinen. Und als das nicht reichte, nahmen sie Sklaven. Meine Tochter. Alle Frauen hier. Die Frauen und Kinder meiner Nachbarn. Die Piraten haben sie fortgetrieben. Wie Vieh. Nein. Seid ihr bereit, für meine Hilfe zu zahlen? Mein Gewinn ist in Anchorhead. Das hat die Piraten ja so wütend gemacht. Hier gab es kein Geld, also haben sie Lila mitgenommen. Wenn ihr sie zurückbringt, sie oder die anderen, belohne ich euch für jede Frau, die ihr rettet. Ich kann euch sagen, wo dieser Abschaum Rast macht. Hallo, John. Ich bin, dass meine Lila noch dort ist. Auch mal angekommen. Ich sehe dich. Oh, das war eine Mission, eine normale auch. Mein Gott, was geht hier jetzt ab? Ich dachte, das Dorf wurde ausgelöscht. Ich wünsche euch einen guten Tag. Moin. Ich kann mir nicht vorstellen, was einen Helden der Republik hierher führen kann, ganz zu schweigen von einer ganzen Gruppe. Ich bin Treen Nareves, Sonderbotschafter der Galaktischen Republik auf Tatooine. Darf ich hoffen, dass auch ihr im Dienste der Republik hier seid? Nein. Ich bin der galaktischen Sache recht wohlgesonnen. Braucht ihr Hilfe? Das will ich meinen, ja. Ich bin hier, um die Stimmen der Landbevölkerung für die Republik zu gewinnen, indem ich ihnen unsere Technologie zur Sicherung der Siedlungen anbiete. Zu spät, die sind alle weg. Aber es gab Komplikationen. Das klingt bedrohlich. Ich wollte wirklich helfen. Ich habe Perimetersensoren, die spezielle Lebensformen erkennen. Damit können sich die Siedler gegen Raids, Sandleute und dergleichen verteidigen. Leider wurden bei dem Versuch, die Sensoren zu platzieren, verschiedene Anwohner getötet. Von Raids, Sandleuten und dergleichen. Und jetzt? Nun, sie wollen mich für diese Todesfälle verantwortlich machen, wenn ich mich nicht um die Sensoren kümmere. Was genau steht zur Debatte? Ich habe ein Konto für Ausgaben nach eigenem Ermessen. Ich kann dafür sorgen, dass ihr ausreichend entschädigt werdet. Wow. Die Einheimischen haben alle zugestimmt, dass die größeren Felsformationen der beste Ort für die Sensoren sind.
Dort sollten sie länger halten. Nein. Hier ist alles, was ich habe. Wenn ihr sie zum Laufen bringt, dann sehen die Leute vielleicht, dass ihr Wohl der Republik am Herzen liegt. Sandleute. Sandleute sind eine gewalttätige, fremdenfeindliche... Also, ist auch schön. Gewalttätige, fremdenfeindliche Spezies. Moment. Haben wir die jetzt einfach nur als... Das nennt man Geschichtsrevisionismus, meine Freunde. So, jetzt müssen wir da... Ja, außenrum halt... Ja, ich muss nur das Ding... So. Die Sandleute sind nämlich die, die rassistisch und fremdenfeindlich sind. Aha. Ist ganz wichtig. Mhm. Hat mir gerade der Codex-Eintrag verraten. Mhm. Ist jetzt die Frage, wer zuerst hier war, aber... Nicht so wichtig. Ah, da. So, ihr Rassisten, sterbt. Ich kann da überhaupt nichts machen. Hä? Du hast aber auch platziert, die Perimeter-Sensoren. Ja, aber ich kann nichts machen. Wenn ich das Ding anklicke, passiert da nichts. Du hast aber jetzt auch einen von drei. Ja, okay. Das hat schon gezählt. Ich versuch mal den nächsten. Mach das. Hallo? Warte. Nee. Ah, halt. Das kleine Bodending musst du anbringen, nicht den ganzen Stein. Nee, ich dachte, wir nutzen das Ding, was in der Missionsbeschreibung steht. Ach so, da steht. Im Missionsteil steht. Nicht da drin, im Inventar. Okay, gehen wir mal zurück. Wo sind denn überhaupt die Damen? Weiter unten, ne? Ja. Ja. Also auch gleich hier in der Nähe. Ich weiß noch, dass die Heldenmission auf Tatooine alle so sau schwer waren. Aber wir sind ja zu zweit. Ja, immerhin. Ich habe eben eine Delegation von einer der äußeren Siedlungen empfangen. Dort konnte man dank der Sensoren bereits einen Anoba-Angriff abwehren. Kann man eine formelle Allianz mit der Republik besprechen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Hashtag Logic. Credits haben bei mir schon immer besser funktioniert als Worte. Der Transfer wurde bereits getätigt. Ihr müsst nicht mal danach fragen. Hab ich aber. Wisst ihr, als ich zum ersten Mal hierher kam, hatte ich gehofft, nicht bleiben zu müssen. Ich meine, alleine das Wetter. Doch die Leute hier, sie haben etwas, das man auf Coruscant nicht findet. Lebensgeschichte. Ich bin froh, dass sie auf unserer Seite stehen werden. Oh, ich muss wieder aus zwei schlechten Belohnungen. Ja, ne? Schön, dass sie... Hätten doch einfach mal irgendein standardisiertes Ding machen können, oder? Ja. Irgendwie sagen können, oh, du kriegst Tech-Fragmente. Oder irgendwas, oder... Weiß ich, immer irgendwelche Credit-Chips oder so für die ganzen Nebenmissionen, die sie... Weil das siehst du ja, das haben sie noch nicht mal überarbeitet. Du kriegst eine 66er Armierung oder Modifikation. Das hast du damals bekommen, als das Spiel noch... als du es noch gebraucht hast. Ist das da unten irgendwo? Aber wo ist denn das? Wir können auch die Schnellreise benutzen. Oh! Ich hab nicht hingeguckt, wo ich hingelaufen bin. Benutz mal die Schnellreise zur Heldenmission, ne? Wir sehen uns gleich. Wow. Really? Das ist aber weit. Sag mal, das ist doch nicht ernst, oder? Hast du es weit geschafft, muss ich sagen. Ach, kratzig. Sehr weit. Bewegst dich einfach die Klippe runtergelaufen. Ich habe gerade nicht ins Fenster geguckt, ich habe gerade meine Waffe mit einem Kristall ausgestattet. Darf er das? Ja. Guck mal, wie schwer die hier sind, die Mission. Ach du Scheiße, sag ich ja. Die habe ich allein nie geschafft. Aber du bist ja Heiler. Ja, keine Sorge, ich habe diesen Blick. Ich kann auch so schöne Domes bauen. Oh. Sind aber auch Riesengruppen. Das waren damals klassische H4, ja, aber trotzdem sehr groß. Also. Das ist eine von denen, die sie einfach null angepasst haben. Sowas zählt als Halten 2 plus. Wie gesagt, habe ich noch nicht. Zwar glaube ich, auf Tatooine habe ich fast keine Mission allein geschafft. Dabei sind die ja dafür heutzutage eigentlich gedacht. Das ist ja der Witz. Ja. Sie versuchen sie ja nicht mehr zu leugnen, das Team. Weil es ist echt nicht schwer da einfach. Warte mal, schauen wir mal, ob wir die eine Gruppe umgehen können hier.
Wir müssen 40 als Bonus besiegen. Willst du wirklich die Bonus hier machen? Nein. Links rum! Scheiße, da kommen auch welche. Okay. Ja, da können wir aber auch die nehmen, ist aber egal, sind alle gleich. All men are created equal. Ich habe leider noch nie mein Level 75 hier. Machst du ich? Ja, eben. Wird so ein bisschen schneller gehen. Ich meine, sterben tun wir nicht, aber. Das Windigkeit ist halt nicht so da, ne? Ja. Aber es gibt immerhin schöne EP. Das stimmt. Pro Gegner bei denen, wenn alles Elite-Gegner sind. So. Oh. Wo wollen wir überhaupt hin? Irgendwie weiter hin. Ja, genau. Und wir können halt, ja mal diese einzelne Latschende da. Genau. Mal schauen, den ich tue. Dass nicht irgendwo noch eine Gruppe mit drin steht. Und dann kommen wir hier durch. Ah, da drin sind ja auch Leute. Fuck, die habe ich gepult. Praktisch. Okay. Ich hab die vor uns gepult. Oh. Bin zuversichtlich. Ich habe jetzt mal meinen Heldenmoment aktiviert, weil ich mir denke, es könnte uns da Wengler eng werden. Weng eng. Heil dich. I really appreciate it. Oettinger Consulting. So, jetzt hier. Heldenmoment ist doch was Schönes, ne? Ja, aber wir haben jetzt alle schon besiegt. Na, guck mal, so viel zu mir, wir machen die Bonus nicht. Warte, heil dich mal ein bisschen selber bitte. Nö. Man muss nicht immer zur Hälfte seh ich gar nicht ein. In den Kampf hüpfen. Sehe ich doch gar nicht ein. An der können wir dann. Nein. Nee, wir müssen darüber. Achso, ne, wir müssen darüber. Ja. Ach, das ist wie eine Brücke, ne? Ja. Das ist aber auch nur. Das sind 5 Elite. Was ist der Himmel? Ey, jetzt rennt er dann weg! Nee, renn aber in meinen blöden Vollidioten. Mein Orbital Strike rein. Ja, aber ich hatte gerade noch den Flammenwerfer. So, bis wir drüben sind bei der Gruppe, ist der eh weg. Also nochmal aufgebraucht. So, ich darf mich jetzt nicht mehr ins Getümmel stürzen. Ich muss mich ja immer schön vorher heilen. Musst du die 3 Heldenmissionen eigentlich alle. Oh Gott, jetzt ist Sylvania hinter uns. Die hat natürlich jetzt davon profitiert, ne? Ja, ne? Weil hier kommen jetzt die leichteren Gegner. Was? Krasse Menschen. Ich laufe mal ein Stückchen da. Ja, mach ich. Ich sehe es schon. Ich werden schon genug. Werden schon genug da sein. Ja, aber ich hab's halt solche Leute. Einen habe ich schon bezahlt. Eine Frau. Wir werden ja pro Frau bezahlt, ne? Nein. Das sieht so falsch an. So, hat es für dich gezählt? Ja, da hinten ist noch eine. Ja. Oder? Ja. Ja, ich dachte, der Typ, der davor steht, aber der war Gegner. Ich hab sie gar nicht gesehen. Selbst da drin sind wieder welche, nicht so klar daran. Sagt der am Schießteil rein. Aber da drin sind auch noch welche, ist auch noch eine gefangen, also theoretisch. Könnten ja, da unten steht eine alleine, vielleicht können wir die ohne. Wo steht denn eine alleine? Aufwand. Unten. Danke. Oh, jetzt ist sie weg. Lol, da war gerade eine. Vielleicht ist sie da hingerannt. Nee, die kniete da. Vielleicht hat sie eine andere gemacht. Du weißt doch, du kannst sie doch nicht reinversetzen, was mit den Leuten liegt. Wäre doch ganz schön anmaßend, oder? Ich
Oh, Level aufgestiegen. Endlich. Mein Held. Oh, danke. So, jetzt können wir uns packen. Kannst mich ruhig Pexen nennen. Ich dachte, wir wollten noch da hochfliegen und gucken, wie so, die Welt aussieht. Aber von mir aus können wir uns auch... Aber da müssen wir jetzt wieder durch das gleiche Gebiet durch. Ja, ich sagte doch, wir können erstmal zurück nach Anchorhead. Gehen wir in die Kantina. Das Zeug müssen wir halt eh da abgeben. Dann gehen wir erstmal zu Agent Fowler und dann gucken wir erstmal, wo du noch hin musst. Und dann, das wird schon. Kein Stress. Ich glaube, vielleicht können wir sogar dann den Speeder dahin nehmen, wo wir hin müssen. Mhm. Da unten ist auch eine Heldenmission, haben wir die schon... Ach ja, das war das mit den mandalorianischen Räubern. Können wir vielleicht nach der Aufnahme nochmal machen. Wenn du noch welche brauchst, dann. Hm. Oh, nicht zweimal die gleichen im Let's Play. Nee. Wir finden bestimmt auch noch welche in der zweiten Folge. Ich glaube, auf Tatooine gab es 8 Stück oder so, also... Tendenziell müsste eigentlich in jedem Stützpunkt irgendwo eine sein. Es tut mir so leid, Bürgermeister. Ich habe das alles nicht kommen sehen, wirklich nicht. Unschuldige Leute sind wegen meiner Erfindungen gestorben. Ich war so dumm. Aber zumindest arbeitet ihr jetzt für die richtige Seite. Wir werden dieser Sache ein Ende machen. Genau. Die Geonosianer haben wirklich mit den Imperialen zusammengearbeitet. Ich weiß, es Jürgen. Ist... Nun ja, danke, dass ihr mir nach allem, was geschehen ist, vertraut habt. Der steht dort einfach nur so unbeteiligt. Colonel Gorik ist... Also, ich gehe hier nur. Glücklich darüber, dass ihr hier seid, Lieutenant. Hier herrscht jetzt höchste Alarmbereitschaft. Der Colonel hat allen Grund, besorgt zu sein. Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, dass uns das sogar helfen wird. Der Standort der Basis unterliegt der höchsten Geheimhaltung. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Die einzigen, die die Koordinaten der Basis kennen, sind Goriks Kommandoteams. Ihr müsst euch die Koordinaten von einem dieser Teams besorgen. Zeigt mir nur die Richtung und ich marschiere los. Als sich die Wachen vorhin unterhielten, haben sie erwähnt, dass ein Kommandoteam in der Nähe der Siedlung der Sandleute stationiert ist. Das ist aber sehr spezifisch. Die Teams sollen einige meiner Erfindungen an den Sandleuten testen. Minen, versteckte Sprengladungen, solche Dinge. Wie ihr euch vorstellen könnt, sind die Sandleute deshalb ziemlich schlecht aufgelegt. Ich bin auf der Hut. Es dauert wohl nicht mehr lange, bis sich Gorik dazu entscheidet, endgültig abzuziehen, Lieutenant. Er ist besorgt darüber, dass weitere republikanische Verstärkung eintrifft. Versucht also, die Höhle zu erreichen und euch die Koordinaten von den Kommandoteams zu beschaffen, bevor die Möglichkeit dazu nicht mehr besteht. Viel Glück da draußen. Ihr werdet es brauchen. Was machst du eigentlich da? Du hast doch eh keinen Job hier, Opa. Ja, ne? Er ist der Bürgermeister. Ja, das ist wahrscheinlich der professionelle Holotischbediener. Wir müssen noch zu Agent Fowler. Oh, falsche Richtung. Wir hätten hier auch ein paar mehr Treppen einbauen können. Every freaking Potter. Hey, wo ist denn der jetzt? Achso, der ist noch da. Oder? Wo wir waren? Achso, ja. Ich bin nur eine Abzweigung zu früh rausgefahren aus der Stadt. Genau. Ja, fahr ich hier halt wieder rein. Immer noch schneller als du. Trotz Verfahren. Ja, ich habe mich halt auch verfahren, nur in die falsche Richtung. Schnell, sonst müssen wir das Verfahren wieder aufrollen. Schnell, der Fahrstuhl! Du schaffst das! Oh. Das war. Schau mal, was ich jetzt für eine hässliche Waffe habe. Hübsch. Dann soll die Folge, wer ist größer, du oder die Waffe? Hui, Harry! Ich hätte jetzt beinahe wieder einen dummen Witz gemacht. Nein? Nein. Mir würde gar nicht einfallen, welchen Witz man da machen kann. Sei froh. Siehste, bin nicht verdorben wie du. Mir wäre wohler, wenn wir die Basis wechseln, Fowler. Das gefällt mir nicht. Das sagt ihr jetzt. Aber wartet nur, bis ihr die echte Wüste gesehen habt. Hey, seht mal, wer wieder da ist. Und am Leben. Seid ihr auf etwas gestoßen? Ich habe eure Daten gefunden. Zusammen mit Gamorianern und einem Tscherka-Stoßtrupp. Mist.
Die scheinen uns einen Schritt voraus zu sein. Meister Fowler? Wir werden kontaktiert. Meister Fowler. Hallo zusammen, Meister Fowler, Meister Orden. Und meine guten Freunde Meister Orden, aus dem kamerianischen Versteck. Ich freue mich besonders, euch wiederzusehen. Ich hoffe, es geht euch gut. Was ist los? Raus damit! Da ich zuvor nicht die Gelegenheit hatte, wollte ich mich offiziell vorstellen. Ich bin Gayem Lexander und spreche für die Cherka Corporation. Ich kenne diesen Namen. Die Republik scheint Cherkas Eigentumsrechte in Frage zu stellen. Ich bin nach Tatooine gekommen, um unser Eigentum sicherzustellen, einschließlich Camus Orden. Nehmt den Buchhalter, wenn ihr wollt. Das ist mir egal. Diese Person spricht nicht für die Republik, Lexende. Wir lassen Camus nicht gehen. Es tut mir leid, das zu hören. Cherka wird tun, was nötig ist, um ihre Interessen zu wahren. Und ich versichere euch, dass unsere Abgeordneten im Senat jegliche Zwischenfälle rechtfertigen können. Ist mir egal, was Cherka alles verbrochen hat. Solange die One-Day-Delivery haben, ist das in Ordnung. Er ist wohl der Sohn eines Vorstandsmitglieds. Er leitet angeblich die Sondervollstreckungsabteilung. Reiches Söhnchen, dessen Hobby Liquidierung ist. Das ist etwas subtile. Steckt bis zum Hals voll mit Kubernetik. Nee. Die guten Neuigkeiten sind, dass Cherka ihn nicht geschickt hätte, wenn wir auf der falschen Fährte wären. Er will uns von der alten Anlage fernhalten. Camus und ich könnten etwas Zeit brauchen, um diese Daten durchzusehen, aber ich brauche euch trotzdem. Sagt Bescheid, wenn ihr in Richtung Wüste aufbrecht. Ich arbeite weiter für euch, aber mir gefällt die Richtung nicht, die diese Sache einschlägt. Ehrlich gesagt, mir auch nicht. Ihr könnt mich über eine sichere Leitung aus einer der Militärbasen erreichen. Wir können erreichen. Einfach zusammen, wir beide. Wir sprechen uns bald wieder. Ja, ne. Best Buddies. Ich bin so voll oder da? Das können wir anziehen. Boda, willst du ein bisschen was haben, damit du mich wieder lieb hast? Schrei nicht so. Hallo? I have returned! Soll das jetzt eine Drohung sein? Immer. Okay. Wo müssen wir hin? Nix, ich gebe gerade Boda Geschenke. Wir müssen. Ich würde sagen, wollen wir uns zum Dreviat aus dem Posten porten und dann einfach fahren? Du musst sowieso beim Dreviat was benutzen. Oder wir? Echt? Im Holoterminal müssen wir da benutzen. Oh ja, na dann. Dann ist das doch ganz praktisch. Ne, wo? Ein bisschen praktisch. Ein bisschen. Praktisch. Ein bisschen praktisch muss sein. Es bringt nichts, ich hab's jetzt lassen sollen. Hui! Über die imaginäre Brücke gehen. Brücke nach Terabithia. So. Sicheres Holoterminal. Cheater. Nein. Doch. Schön euch zu sehen. Ich bin froh, dass ihr vorbeischaut. Wir machen uns bereit, um aus Anchor Head zu verschwinden. Mal sehen, ob wir Signale von der alten Cherka-Basis aufschnappen können. In der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur. Camus hat mit diesen Daten, die er den Gamorreanern abgenommen hat, den Jackpot geknackt. Irgendwas über die Forschungsanlage? Unter den Daten befand sich eine Personalliste. Sie enthält jeden, der in der Cherka-Anlage auf Tatooine gearbeitet hat. Die meisten Angestellten sind schon lange weg, aber einer ist auf dem Planeten geblieben, nachdem die Cherka-Basis verlassen wurde. Wenn wir ihn finden, kann er uns vielleicht sagen, wo die Anlage war, was das für ein Gerät ist. Vielleicht können wir Lexende vertreiben. Wahrscheinlich nicht, aber sicher. Sein Name ist Gromik Kürzen. Eine Zeit lang hat er sich hier und dort herumgetrieben, schließlich hat er eine kleine Feuchtfarm gekauft. Meint ihr, dass er mit uns kooperieren wird? Schwer zu sagen. Er war früher ein Sicherheitsoffizier, aber das sagt nicht viel aus. Meine größte Sorge ist, dass Lexender und sein Vollstreckertrupp Gromik vor uns finden und ihn zum Schweigen bringen. Ihr setzt voraus, dass Gromik etwas weiß. Natürlich. Ob aus Optimismus oder Verzweiflung, kann ich nicht sagen. Wenn ihr die Befragung von Gromik abgeschlossen habt, werden wir in unserer neuen Frontbasis Stellung bezogen haben. Werden wir? Von da aus können wir die Cherka-Anlage selbst suchen.
Kommt dorthin, sobald ihr etwas gefunden habt. Okay. Oh, wir müssen nochmal da runter. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich erstmal sagen, für diese Folge. Wir gehen in der nächsten Folge, sehen wir uns da unten bei dem Eingang zu dem anderen Komplex, wo wir schon bleiben. Bleib mal stehen da. Nee. Darf ich jetzt wieder reden? Du darfst reden, aber du sollst da stehen bleiben. Wieso? Weil ich erst das Taxi holen will. Was ist denn für ein Taxi? Bevor wir da runterfahren. Hä? Ach, mach einfach. Halt das Taxi holen, ja. Das. Du musst schon mit mir reden. Ja. Kommunikation. Das haben wir vorhin extra noch gesagt, dass das nächste wahrscheinlich das Taxi ist. Ja, aber wir müssen ja nochmal da runter. Willkommen. Ja. Bitte jetzt bringen wir uns da das Taxi. Nee. Ich will's ja nur verstehen. Können wir nachher, wenn wir uns wieder hier zurück teleportiert haben, wenn wir da unten waren, auch noch das Taxi benutzen. Okay. Awkward Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein, macht's gut und ciao. Tschüss.